Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 10.10.2023. Und unser DAX wurde von den Bären mit Waffengewalt am Montag deutlich tiefer schon reingestellt. Israel, Nahostkonflikt ist wieder angefacht. Ich denke, ihr habt das alle mitbekommen. Ja, wieder angefacht, in Anführungsstrichen. Ist ja nun auch leider nicht das erste Mal halt, ne? Würde den Leuten wirklich mal wünschen, dass da mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Würde denen auch gut tun. Unser DAX hat eigentlich in unser Szenario reingedrückt, was wir beschrieben hatten, ja. Hatten gesagt, 2,80, 3,30 können sich nach unten drehen oder oben drüber rennen. Und wenn er sich nach unten dreht, dann rein in die 1,60, 1,80. Und hatten gesagt, unten wäre noch die 100, das wäre dann so ein bisschen dieser Grenzpunkt, ne, wo ich gesagt hatte, unter 100 dann Richtung tief und auch tiefer. Und er ist bei der 1,60 reingestartet, ja, hat direkt auf dem Rücklaufbereich gestartet, dann kurz unter die 100 gezuckt, aber sehr markant gezeigt, dass er eigentlich nicht tiefer stellen will, sondern das gleich ausgekontert. Und dann ist er seitlich den ganzen Tag in dieser Range gelaufen, bis zum Abend, hat eine grüne Tageskerze gestellt und Tageshoch fast am also Tagesschluss fast am Tageshoch geschlossen. In den Kommentaren hatte jemand gesagt, Martin, warum hast du nicht einfach die halbe Stunde noch gewartet, dann hättest das doch quasi schon gesehen und den oben Rest rauslassen können. Aber Freunde, das ist doch genau der Grund, warum wir diese Szenarien stellen, weil ich eben nicht weiß, ob jetzt 0 Uhr die Nachrichten kommen oder 3 Uhr oder 2 Uhr oder 9 Uhr oder wie auch immer, sondern wir einfach anhand der Bewegungsmuster, anhand der Kursbereiche sagen können, da ist ein Bereich, der kann wieder abdrehen. Wenn ihr das seht, dass er abdreht, dann guckt, dass er in dem Bereich läuft, achtet dort darauf, ob vielleicht noch auf den Umkehr und dann nutzt es für euch. Damit ihr eben, ich kenne doch die Nachrichten dann auch nicht für den Tag. Ja, ich weiß auch nicht, kommt die jetzt 0 Uhr, kommt die 1 Uhr, kommt die 3 Uhr, wo kommt der Antrieb in den Markt? Oder kommt vielleicht einfach gar keine Nachrichten und der Markt läuft wie den Großteil der Zeit einfach trotzdem in den Mustern. Das klappt ja mit Nachrichten, das klappt auch ohne Nachrichten. Das macht letztendlich für mich keinen Unterschied. Also, es würde mir gar keinen Vorteil bringen, wenn ich bis 0 Uhr warte, um zu gucken, wo der erste Kurs rein ist, weil in der Regel gar keine Veränderung da wäre zum 22-Uhr-Schluss. In der Regel. Ja? Das heißt, den einzigsten Nachteil hätte es, dass die Analyse später kommt. Und das dann gerne auch 2-3 Stunden. Das ist ja nicht in 2-3 Minuten gemacht. Also, ich sitze von Analysebeginn bis Analyse online über alle Foren verteilt, wo die reingestellt werden müssen, sitze ich gut und gerne manchmal 2 bis 3 Stunden dran halt, ne? Und wenn ich da bis 0 Uhr warte, dann ist das Ding 3 Uhr raus. Ja, ich könnte auch nur 9 Uhr abwarten, natürlich wird es mir die Analyse einfacher machen, aber dann habt ihr die irgendwann 12 Uhr auf dem Tisch und dann bringt es euch überhaupt nicht mehr. Dann ist der Teil der Bewegung auch schon passiert, den ich da sehe und vielleicht beschreibe. Und ihr könnt das so gar nicht mehr nutzen. Also, ich glaube, das ist nicht zielführend. Das funktioniert so ganz gut halt, ne? Also, so wie wir die Trigger, wie wir die Marken legen, der bewegt sich auch schön in den Marken, in den Mustern. Wenn man sich drauf einlässt und das annimmt, dann kann das viel Spaß machen halt, ne? Und mir macht das auch Spaß, das zu analysieren. Aber mir würde es jetzt keinen Spaß machen, bis 3 Uhr dann noch da zu sitzen, damit wirklich der Letzte hier auch noch vielleicht irgendwo noch eine Variante aus. Dann setze ich mich lieber hin und erzähle eine Minute länger darüber, was oben passieren kann. Und ihr seht ja dann, ob das greift oder nicht. Ihr könnt das super einschätzen am Morgen, ob der in die bullische oder in die bärische Variante reinläuft. Oder vielleicht sogar in gar keine. Und dann wird auch nicht gehandelt. Oder zumindest nicht nach der Analyse, weil dann ist sie so nicht zu nutzen. Und das passiert wirklich selten, muss man ja schon so sagen. Ja, aber ich habe da, also ganz ehrlich, ich hätte auch gar keine Lust, bis 0 Uhr noch zu warten. Mein Kleiner, der wird hier um 7 wach. Und ich drehe um Bett. Das mache ich 2 Monate, falle ich hier tot um, wenn ich nur 4 Stunden schlafe. Ja, hat auch gestern einer in den YouTube-Kommentaren geschrieben. Wie hat er geschrieben? Oh, wie kann man nur so unkonzentriert sein? Weil ich hier einen Zahlendreher hatte, ne? 15.000 statt 16.000. Wie kann man nur so unkonzentriert sein? Bin ich ja froh, dass ich noch kein Seminar bei dir gebucht habe. Also, jemand, der so eine Dankbarkeit ausstrahlt, ganz ehrlich, da bin ich auch, da bin ich auch wirklich selber mal dankbar, dass diejenigen das nicht aufs Seminar finden. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht haben. Also, wer sich hinstellt und sagt, hey Junge, dafür, dass du Sonntag bis 23:30 Uhr dich hingesetzt hast, um für mich eine Analyse zu erstellen, die mir hilft, die ich für mich nutzen kann am nächsten Tag, dafür, dass du das gemacht hast, nöle ich dich jetzt hier einfach mal voll, weil ich gerade nicht jemand anders zu vollnölen habe. So eine Leute, die brauche ich
wirklich nicht auf dem Seminar. Da bin ich froh, dass derjenige die Entscheidung für sich getroffen hat und das nicht gemacht hat, weil die Seminare machen mir auch Spaß, die mir eine Analyse Spaß machen. Und deswegen mache ich da kurzerhand, da brauche ich auch keiner Gedanken machen, nur weil ich da jetzt vielleicht mal eine Minute von erzähle, dass ich mir sowas dann annehme oder was. Also das gucke ich mir einmal an, wenn der beim zweiten Mal dann wieder so einen Spruch bringt, dann wird er auf stumm gestellt. Und es gibt viele, die merken das gar nicht, dass die auf stumm geschalten sind. Die schreiben ihre Kommentare und keiner kann sie lesen. Ja? Das ist ja nicht nur für mich dann stumm gestellt, es ist ja auch für die anderen stumm gestellt. Man sieht das manchmal hier, da kommt die Analyse, gerade diese Reisetage, ne, immer Gaps und der Markt lässt das Gap offen, sind die Leute immer angespannt. Und da gibt es viele, die lassen halt hier auf YouTube Kommentaren irgendwie ihr Ventil raus oder auf anderen Trading-Foren böbeln dann da rum, weil in der Erziehung irgendwo was schiefgelaufen ist bei denen. Und man sieht das dann bei mir. Dann hat das YouTube-Video schon drei Kommentare, aber man sieht sie nicht. Das sind dann so eine stumm geschalteten Leute, die dann da einfach gar nicht merken, dass es eigentlich gar keiner liest und dann blub, 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 sich einfach tierisch zu aufregen über was auch immer. Das mache ich schon. Dann keine Sorge, da brauchst du schon um mich keine Gedanken machen. Aber fand ich amüsant. Ja? Sitzt du wirklich Sonntag da und dann muss einer blöden Buch machen. Ah, ist egal. Wir sind am DAX und der DAX ist eigentlich einfach zu lesen für morgen, weil macht er das jetzt fertig, was wir gestern haben wollten, dann geht es über 200 weiter zu 280 und 330. Passt bei der 330 auf. Wir haben das gestern gesagt, die kann nach unten nochmal reagieren, auch nach dem Tanz jetzt hier. Die kann nochmal reagieren. Und dann müsst ihr wirklich aufpassen, weil es sehr korrektiv ist, dass es nicht vielleicht eine Flagge wird, die nach hinten doch noch umkippt. Ansonsten bleibt der Rest komplett gleich. Aber so hoch auf 330, wieder runter zurück auf 200 wäre für den Dienstag jetzt eigentlich fast Standardprogramm. Ja, und der Rest bleibt, wie gesagt, gleich zum Vortag. Wir haben über 3,30 dann schon eher die Tendenz Richtung 4,50. Die hatten wir uns gestern aus dem Tageschart hergeleitet. Dann haben wir oben 5,30, 5,60 noch als Ziele gehabt. Und wir haben unten gesagt, unter 100, wenn er sich da nachhaltig langstreckt, geht sie unten an den Doppelboden. Denkt dran, Doppelboden macht der DAX gerne, spielt immer wieder gerne und nimmt immer wieder gerne an. Deswegen grüne Kerze hier unten aufpassen, könnte man long traden und ansonsten tiefer geht's runter. Ja, so würde ich es machen. Über 200. Hoch in die 280, 330, hier dazwischen nicht zwangsweise Handlungsbedarf und unter 100 eher abwärts orientiert. Das ist es. Ich denke, so können wir es kurz machen und bleib freundlich, Freunde. Ich bin's auch. Nölt da nicht so rum. Das bringt dir wirklich niemanden was. Ne? Nachher seid ihr dann auf der Blockiertliste und irgendwann wollte mal was von mir. Wenn er dann doch merkt, ach guck mal, ey, das funktioniert, das ist super geil, was der macht. Mensch, hätte ich doch gut was mitkriegen, wenn ich mal einfach mal Kopf angemacht hätte, die runter zu Reaktionsbereich hier ausgemacht, wieder hoch, Triggerpunkt unten gesetzt, nach unten bis hier ins Ziel, Triggerpunkt hier oben und hoch bis ins Ziel, Triggerpunkt hier unten und runter bis ins Ziel. Wenn man irgendwann versteht, was wir hier tun, kann man es auch gut für sich nutzen und seinen eigenen Vorteil. Ob man mir dafür was gibt oder nicht, ja, das muss dann jeder mit sich selber vereinbaren. Gibt Leute wie den Jamelor, die da jeden Tag Danke für sagen, finde das schön. Und es gibt Leute, die müssen jeden Tag ihre Kusche aufmachen und nur Sülze rausquallen. Ich finde, das ist irgendwo ein bisschen Erziehungsfrage. Wenn man seine Eltern ins gute Licht rücken will, kann man so machen wie Hermann Noah oder andere oder Kritik freundlich rüberbringen. Das geht ja auch. Haben auch schon viele gezeigt, das geht. Oder man nölt einfach noch rum. Das geht auch. Aber das brauche ich nicht. Ja, klemme ich mir auch irgendwann weg. Das gucken wir nicht an. Jungs! Ich mache ja zu, ich wünsche euch was. Macht's hübsch.